So, YouTube. Hallo und willkommen zu Geotastic. 5 Runden machen wir, volle Punktzahl, 30.000 Slowrun. Das heißt, wir wollen die volle Punktzahl, egal wie sehr wir uns durchquälen müssen. Ich hoffe nur, es gibt keine Engstellen und ja, ich wünsche uns viel Spaß. Ich habe alles voreingestellt, 5 Runden, unendlich Zeit und der Rest ist verstandard, nur ein paar Länder rausgenommen. Ich sage Start Local Game. Und wo landen wir? Ich würde sagen, Philippinen waren wir lange nicht. Oh nee. Slow Zone, Kryos Mal. Ich hätte kurz gedacht, Irland. Conventil. Aber es könnte auch Isle of Man sein. Oder Dingens hier. Na, wie heißt es? Schottland. Scoil? Anstatt School oder so? Irland, okay. The Edmund Rice Center. Mount Zion Campus. Legion of Mary. No, ein Spa. Wo, warte, was war neben dem Spa? McDoodles, Bar und Lounge. Na, guck mal an. Richtig Spaß. Oh, genau. Finden wir schon raus, wo wir sind? Nicht, oder? Das finden wir noch nicht raus. Müssen wir aus der Stadt raus? Ich würde sagen, ja, nicht? Und dann finden wir den richtigen Weg. Ich muss mal kurz noch nebenbei was einstellen, ist mir eingefallen. Manchmal vergisst man einfach Dinge einzustellen. Das ist dann nicht so gut. Aber das ist ja kein Problem. Ihr guckt euch einfach die schöne Gegend an. Oh ja, ist wirklich schön hier mit Weitblick. Hier, ein lokales Ding, Waterford. Da können wir ja schon mal in die Ecke gehen zumindest. Weil der wird ja nur in gewissen Umkreis von dort bedienen, sage ich mal. Und da haben wir auch die Straßennummer. Sehr gut. N25 hätte ich jetzt nicht erwartet. N24 hätte ich nicht erwartet. Wir sind sogar wahrscheinlich dann wirklich hier, nicht? M9, wahrscheinlich in Gagnard oder Ermont oder Watford. Wir sind an einem Kreisverkehr. Und das geht nach Nordosten. Wir könnten bei dem Kreisverkehr sein. Ein Lidl, da könnte vorher das Spar gewesen sein. Oder es gibt das Spar noch. Aber dann sind zu große Geschäfte. Aber wenn wir schon wissen, wo wir sind. Hier sind überall Kreisverkehre, nicht wahr? Dann können wir gleich mal gucken. Vielleicht sind wir bei dem hier. Nee, aber nach Norden geht's ja dahin. Wir sind nicht übers Wasser gefahren. Wo geht's hier hin? R680. Ja, das macht auf jeden Fall alles Sinn.
Dann sind wir auf der Seite hier. R680, 709. Wir müssen mittendrin sein. Es nehmen uns echt vielleicht Wasser und ich sehe es nur nicht. Ich war hier schon mal. Wir waren hier schon mal. Diesen komischen Weg hier. Oder den gibt's öfter. Da sind wir nämlich von der Seite reingefahren und wir haben uns gewundert, was das hier soll. Aber wahrscheinlich war hier früher eine Straße und das wurde zu gefährlich. Und deswegen hat man die zugemacht, aber für Radfahrer offen gelassen. Wir haben ja sowas auch öfter mal. Hm. Okay, da kommt ein bisschen Stadt noch. Aber ich würde sagen, dann gucken wir einfach, wie die Straße hieß. Hortkurs. Ecke. Fadder Street, Ecke Hortkurs. Fadder State. Hortkurs. Und ich würde ja sagen, wir sind eher hier unten irgendwo. Vielleicht hier eben hingekommen. Weil nach Süden war nicht mehr so viel. Und hier sind überall Kreisverkehre. Und die 709 stand ja auch dran. Wir könnten natürlich auch auf der 709 sein. Oder in die Richtung weiter. Oder hier. Ja, und es gibt echt überall Kreisverkehre. Okay, also der Kreisverkehr ist gar kein Hinweis. Fadder. Ja, hier hinten glaube ich nicht, dass wir da sind. Dafür steht ja das dran. Vielleicht hier noch irgendwie. Aber da werden hier die ganzen großen Einkaufsläden und die hatten wir auch nicht. Wir waren eher in so einem alten Teil. Ich glaube, wir sind auch wirklich mittendrin gewesen. Wir hatten ja diesen alten Pub. Finden wir den? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Tullibar Granary? Wenn hier neben Spar wäre? Wellington? Okay, vielleicht gucken wir, wie die große Straße hieß. In welche Richtung waren die? Und was bin ich gefahren? Bin ich hier reingefahren? Nee, aber hier ist diese komische Straße, die nicht weitergeht da hinten dann. Da sind wir doch. Das ist doch das Center. Home Savers. Das Problem hier, das ist ein bisschen älter, nicht? Gut, aber so ein Pub. Reddy's Off License. Edmund Rice Center. Also die Stadt liegt so Richtung Nordwesten. Das würde für hier unten ja sprechen. Und das heißt hier die ganze Zeit Edmund Rice oder Heritage. Vielleicht hier hinten. Riverside Cottage. Beast's Hortkurs, ne? Und irgendwas mit A-A-Kaka oder sowas. Aber ein Krankenhaus sind wir auch nicht vorbeigefahren. Lidl, Aldi. Gut, die Bilder sind wahrscheinlich sehr alt.
Wir sind also kein Hinweis. Edmund Rice. Wir zoomen mal raus. McDonald's wird angezeigt, aber nicht Edmund Rice. Und Heritage Center. Sag mal, Heritage? Heißt das Krankenhaus vielleicht Heritage? Oder was heißt Heritage? Das ist doch irgendwas. Ich kenne die Übersetzung nicht. Heritage Dict. Erbe. Okay, Erbencenter. Edmund Reis Erbencenter. Aber lese ich hier gar nicht. Vielleicht sind wir doch irgendwie hier oben oder so. Na, okay, wir gucken mal, wie die Straßen hier heißen. Vielleicht noch größere Straßen wären ganz cool. The Glen. Barrack, Manor, College, Water, Hill, Catherine, Parnell, Merchant, Military, Dock. Also sehr kreativ auf jeden Fall. Abbey. Oh, wie nennen wir die Straße am Dock? Lass sie uns Dock nennen. Wie nennen wir die Straße am Krankenhaus? Lass sie Krankenhausstraße nennen. Wie heißt die Straße am Park? Wie wär's mit Parkstraße? Und wer heißt die Straße an der Schule? Schulstraße. Ja, das ist gut. Okay, aber die heißt Dunmore, Wormstown, Outer Ring. Cork. Mattes, Vincent, Canon, da kann man Drucker kaufen. Calo Bay, ich sag euch, wir sind vielleicht doch woanders. Wir sind durchgefahren und wir sind jetzt auf so einer Doppelstraße, nicht? Also die Straße ist hier schon ein bisschen komisch. Die geht hier einmal so und einmal so rum. Um so einen Park. Könnte also hier sowas sein. Da heißt ja Catherine. John. Lady Lynn. Oder hier. Ah, die heißt Passage. Nee, nicht hilfreich. Die teilen sich hier immer so. Hier ist ein Aldi. Warte mal, das Aldi habe ich gesehen. Das war neben dem Lidl. Hier ist Lidl. Hier war irgendwo ein Aldi. Das ist ein Spar. Okay. Aber klar, die können natürlich umgezogen sein. Hennessy Road. Plunky Road. Mattis Hill. Ah, ich lese immer wieder die gleichen Sachen. Bei den Aldi sehe ich nicht mehr. Da, Aldi. Aldi Car Park. Glen Car Park. The Glen. Hier sind wir. Das ist das Ding hier mit der Doppelroad. Hier waren wir. Das heißt, hier irgendwo müssen wir hinten drin sein.
Rockfield. Mary. Summerhill Terrace. Summerhill Terrace? War das nicht von den Simpsons? Wer kenne ich denn das? Ich meine, wir können echt nicht weit weg sein, nicht? Wir haben uns hier direkt rangesneakt. Morgan. Heritage Street. Aus welcher Richtung sind wir denn da durch? Ich bin hier. Hier hinten lang, nicht? Richtung Norden habe ich mich da lang geschlichen. Wir sind durch auf dieses Ding. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann sind wir direkt auf The Glen gekommen. Das heißt, von dem Ding, wir haben uns hier irgendwie reingeschlichen. Das heißt, wir müssten ja hier stehen, aber unsere Straße gibt's hier nicht. Warte mal, wir sind ja nach Norden gefahren. Hier, das ist das Ding. Hier sind wir durchgekommen. Dann müssten wir eigentlich hier stehen. Nicht? Wir sind hochgefahren. Nach Nordwesten. Ah. Aber die heißt nicht Shirt Curse. Ach, nicht Oh, mein Gott. Das ist es. Die heißt Short Curse. Nicht Hot Curse. Na, da kann ich ja lange suchen, wenn das S verdeckt ist von dem anderen Schild. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, was für ein Dreck. Short Curse. Okay, natürlich stehen wir da. So. Bingo Bongo. 1,59 Meter. Ja, gut. Wenn man nur den halben Straßennamen hat. Oh, wo sind wir denn? Sieht nach Insel aus, oder? Amerika. Große Autos. Schlechte Straßen. Jetzt kommt es auf Rechts- oder Linksverkehr an. Wir sind hier in so einer geschlossenen Community. Da ist ein Auto, da steht viel drauf. .com, we are now for good service. New York. Piscataway. New York, PA, New York. Nee, nicht New York. New Jersey, nicht? New York. Das heißt, irgendwo hier hinten halt. DE, Deutschland. Die Hentons oder sowas. Gut, aber wie kommen wir aus dem Scheiß hier raus? Hier fährt auf jeden Fall einer. Dem folgen wir einfach mal. Der weiß schon, wo es rausgeht. Oh. Auf einmal ganz anders. Hier denkst du auch so, Waterside Gardens, okay. Ganz schön runtergekommen und dann, zack, Sommer. Ganz anderes Feeling. Krass. Bam. Fahr ich wieder in den Kreis rein, nicht? Weiß nicht, ob das die Lösung ist. Vielleicht die gelbe Linie, dass die nach außen führt? Also wer baut sich denn sowas? Auf jeden Fall haben wir Rechtsverkehr. Jetzt waren wir wieder im Kreis. Jetzt sind wir wieder am Anfang, nicht? Scheiße.
Wo kommen wir hier hin? Ah, wow. Ja, das hat auch nicht geholfen. Dann nehmen wir mal die. Die geht einfach in eine andere Richtung weg. Das ist gut. Das erinnert mich immer an so Kleinstädte aus so amerikanischen komischen Serien wie Eureka, nicht? Wo alles so in sich geschlossen ist, alles so klein ist und man gar nicht rauskommt und die Straße im Wald einfach aufhört. Gold Medal Service. East Brunswick. Okay, wir sind in East Brunswick. Wo ist Brunswick? Worcester. Williamport. Wayne. Sehr gut. East Hampton. New Haven. Hartford. New London. Newport. Und NJ müsste doch dann aber für New Jersey stehen. Trenton, Toms River, East Brunswick. Da haben wir's. So. Und hier Heritage Garden, Green Garden, irgendwas mit Garden. Park. Waterford. Rutger Gardens. Nee. Community Park. Washington. Nee. In irgendwie sowas Dummes werden wir drin sein. Canberra. Bis auf Rutger Garden sehe ich hier nichts mit Garden. Gut, der kommt aus East Brunswick, nicht? Das heißt, der kann ja auch hier hingefahren sein, von hier oder von dort. Ah, dann haben wir zumindest den Kartenausschnitt, der in etwa in Frage kommt, das East Windsor. Hilft mir trotzdem noch nicht rauszukommen aus dem Scheiß. Es gibt wahrscheinlich nur genau eine Straße, die halt hier rausführt. Vielleicht war es die hier. Die sieht so groß aus. Drum Point. Welcome to Baywood. Baywood. Bay Room, South River. Milton. Clifford Beach, Union Beach. Centerville, Idleville, Baywood. Okay, wahrscheinlich ist eher das Wood das Wichtige. Woodman.
Nee, das kann doch sowas ganz Kleines hier sein, nicht? Michela. Babbage. Okay, hilft mir auch noch nicht. Die Straße werde ich auch nicht finden. Ich hoffe, das ist die, die nicht mehr in diesen Communities ist, aber die sieht sehr nach State-Straße aus. Shore Acres. Habe ich auch noch nicht gelesen. Vielleicht sind wir doch noch woanders. Ich meine, die beiden Autos sind jetzt. Gut, wir sind in New Jersey, nicht? Das können wir auf jeden Fall sagen. Aber Brunswick hatte der andere hatte was anderes. Acres Shore, oh, ganz alte Bilder. Hier ist auch schon sehr sandig. Und sehr viele Boote. Und ich sehe da vorne, glaube ich, Wasser. Das ist nicht schlecht. Können wir mal gucken, ob das ein See oder ein Fluss ist. Oder das offene Meer. Das sieht schon nach Meer aus, oder? Ah? Shore Acres, Yacht Club. Und das liegt Richtung Süden. Richtung Süden. Denn also doch vielleicht hier irgendwo. Und wir sehen eine Brücke, nicht? Im Süden. Ich meine, die Brücke sieht auch schon. Die ist genau im Süden. Und zeigt. Hier vielleicht. Boynton Beach. Haben wir noch eine Brücke im Süden, die wir sehen? Es gibt nicht so viele Brücken, ne, die direkt südlich liegen. Hier vielleicht, aber. Das sieht ja schon sehr breit aus. Breezy Point, Atlantic Beach, Long Beach. Nee, das würde man erkennen, oder? Aber das hier passt eigentlich schon ganz gut. Marinepark, Harwood Beach. Bei dem Flughafen, das hätte man wahrgenommen. Und ich meine, hier sind wir schon in New York. Ich meine, okay, sehen wir die Liberty? Die sehen wir nicht. Und hier geht Richtung Norden, geht hier auch noch Wasser lang. Und auch Richtung Osten. Also Norden, Osten und Süden. Das heißt, in die drei Richtungen ist Wasser. Also eigentlich können wir nur irgendwo hier, nur hier sein. Und Richtung Süden sehen wir eine Brücke. Na ja gut, wir können auch irgendwo hier Bayshore. Hier ist das hier. Shore Acres. Hier sind keine Brücken. Wenn, dann wären wir hier wieder. Aber das ist auch nicht offen genug. Oder hier oben und wir gucken da runter rauf oder so. Aber es ist sehr weit weg, nicht? Von dem, was wir so an Informationen haben. Aber hier, das passt ja halt gar nicht. Clifford Beach, Union Beach, Morgan, Melrose Place.
Ich meine, wir müssen ja genau hier stehen, um das da zu sehen. Oder hier stehen. Und die sieht jetzt auch nicht so klein aus, dass wir sie nicht sehen würden. Und das Wasser sieht jetzt auch nicht so wenig aus, dass wir das nicht mitkriegen würden. Junior Sailing. Acres heißt doch aber Felder und Bauernhöfe, ne? Bis wohin geht denn New Jersey? Bis hier unten. Also wir können auch hier irgendwo drin sein. Hier vielleicht Sense Point. Das passt nicht so ganz. Hier vielleicht. Shore Acres. Hier ist es. Auf die Brücke gucken wir. Krass. Bei Brick Township. Hier ist Brunswick. Ich dachte Brunswick, aber Brick. Krass. Weiter weg von dem, als ich gedacht hätte. Okay, also stehen wir jetzt hier. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Wir haben genau die gerade Straße gefunden und dann sind wir nämlich irgendwo in dieser Scheiße hier drin. Deswegen kommt man hier auch nicht weiter. Wie ist unseres? Irgendwas mit Garden. Ich hätte gedacht, man sieht so eine ganz klare Community. Baywood? Die sind, da sind wir reingefahren. Müssen wir hier drin sein? Hier stehen wir irgendwo. Waterside Gardens, da. Boah, das ist aber auch wenig eingezeichnet. Und wir stehen wahrscheinlich irgendwie hier oder sowas, nicht? Also hier geht eine Straße, geht nach, ups, nach Westen weg. Nach Westen geht eine weg, vielleicht stehen wir hier. Eine geht nach Südosten weg. Und eine geht nach Nordosten weg. Ich würde fast sagen, da stehen wir. Nach Westen ist nichts. Ja, gut, die geht nach Westen. Diese geht nach Südwesten. Nee, da können wir nicht stehen. Nach Westen haben wir nichts. Da vielleicht? Wir haben Südwesten. Da fehlt aber was. Hier vielleicht. Wenn das der Schindler Drive ist, wäre das sehr hilfreich. Natürlich hat er keinen Namen. No parking lane. Hört doch mal auf, da zu parken. Wirklich. Ah, hier lag gerade Schnee. Es muss mitten im Winter sein. Deswegen sieht das alles so brackig aus. Ein Straßenname wäre echt hilfreich. Klar wissen die hier alle, wie das heißt, aber ich weiß es doch nicht. Pet Waste. Oh, Standardname? Waterside Gardens, Rental Office, ne? Hilft mir auch nicht. Illegal parked vehicles will be towed at the owner's expense. $50 pro Tag.
Administration Fee $35. Towing Fee $175. Immer noch günstiger als in Deutschland. Also ich glaube, das hier ist das hier, nicht? Ups, ich wollte nicht tauschen. Ich wollte die Karte groß machen. Nee, auf dem Back to Start. Wir fahren einmal runter. Sind dann an der Straße, die nicht weitergeht. Das heißt, vielleicht stehen wir hier. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil es sonst keine Straße links, rechts gibt. Wobei die hier führt wieder zurück, nicht? Nee, die ist wirklich zu. Und die geht richtig in Nordosten. Passt. Dann haben wir so einen komischen Schwung wie hier drin. Bango Bongo, 4,40 Meter. Da diskutiere ich jetzt gar nicht weiter. Boah, da sind wir aber echt in diesem Scheiß. Oh, da hatten wir echt Glück. Es gibt echt nur die drei Seitenstraßen, die rausführen. Und die beiden sahen nicht so aus, als ob man da durchfahren konnte. Ah, und deswegen dachte ich, das ist zu, weil ich hier auch nicht weiter bin. Okay, Runde 3. Das geht ja fast schnell. Oh no. Oh no. Ich meine, ist immer eine Kurve, eine sehr markante. Das ist ein Turn, ein Retorno. Damit können wir arbeiten. Besser als in Afrika gestern auf der Geraden. Und selbst da haben wir es gefunden. Ja, also keine Bäume? Keine Bäume? Interessant. Kenne ich eigentlich nur von Island oder Grönland. Antarktis. Tja, das wird wieder eine sehr gerade, lange, sandige Runde. Okay, wir fahren diesmal nach Süden. Ja, vielleicht irgendwo sehr hoch gelegen. Chile, Atacama-Wüste. Ist das ein abgestürztes Flugzeug? Ich dachte gerade, nee. Okay. Nur hinter den nächsten Hügel gucken, ihr kennt mich. Oder maximal 10 Minuten in eine Richtung fahren. Man hofft immer hinter den nächsten Kurve. Jetzt sehe ich gleich rüber. Gleich sehe ich's. Gleich. Jawohl. Gib's mir. Ich will es sehen. Und nix ist. Es geht einfach gerade weiter. Aber wir machen eine Kurve, das ist gut. Nach 800 Kilometern. Es ist ein ganz komisches Gefühl so. Es fühlt sich an, als ob man auf dem Meeresboden hier fährt gerade. Schafe? Oh, wieder Irland? Ich hatte mal so eine ganz komische Ecke in Irland, wo nix war.
Das sah aus, als ob man in Norwegen ist oder so, oder in Island. Und dann war es Irland. Dass das irgendwie so ein Ausläufer ist, irgendwo. An der Südküste oder sowas. Aber wir waren ja in der ersten Runde schon in Irland. Deswegen weiß ich nicht, ob er das nochmal nehmen würde. Neuseeland? Weiß ich nicht. Fühlt sich nicht nach Neuseeland an. Sieht auch echt, der Boden nicht, das sieht auch aus wie alter Meeresboden. So diese Steine von der Größe her. Wie so ein schlechter Strand, den man im Urlaub hat. Wo man richtig merkt, oh, die Steine, wenn man drüber läuft. Wo ist denn die Sonne? Ist das die Sonne? Ist da die Sonne? Da die Sonne? Wahrscheinlich irgendwo in die Richtung ist die Sonne. Das heißt, die Sonne ist im Norden, das heißt, wir sind im Süden. Wenn zumindest mittags ist. Wäre also doch eher Neuseeland oder Australien. Vielleicht irgendeine ganz komische Gegend von Australien, die ich gar nicht kenne. Da waren wir halt noch nicht oft. Okay, gleich sind 5 Minuten erreicht. Und ich glaube nicht, dass wir hier irgendein Merkmal finden. Die Frage ist, finde ich in die andere Richtung irgendwas? Wahrscheinlich nicht wesentlich mehr. Aber beim letzten Mal war ein Autobahnschild direkt hinterm Start auf der anderen Seite. Bei einer 50-50-Chance, welche Seite ich zuerst ansteuere, ihr kennt's, nehme ich zu 50% die Seite, nee, zu 100% die Seite, wo nichts steht. War da ein Schild? Klingt's in die Sprache oder so, wäre schon hilfreich. Estanica. Cerro Curadodo. Ja, dann Bolivien oder sowas. Bolivien, Chile, Peru. Aber es ist sehr flach. Also entweder sind wir auf dem Hochplateau oder wir sind in Uruguay oder sowas. Weil das ist wirklich pappflach. Gut, Argentinien ist auch nicht gerade nicht flach. Das vermittelt mir aktuell ein komisches Gefühl. Da steht was. Estanica La Realidad. 4,5 Kilometer. Dann müsst ihr euch also gedulden, wenn ihr noch auf Toilette müsst. Wir müssen noch ein bisschen fahren bis zur nächsten Haltestelle. Hier kommen wenigstens jetzt ein paar Schilde, nicht? Das ist schon nicht schlecht. So. Hier sehen wir gleich mal ein bisschen mehr in die Ferne. Komm, letzte Kurve. Oh, da war ein Geier schon, der wartet nur auf uns. Ich meine, das müssen echt alte Bilder sein. Das ist echt fast nichts zu erkennen. Sieht einfach nur aus wie eine Masse an. Ja, okay. Aber hier sieht man, die Straße führt nirgendwo hin. Ich speichere mir das mal ab. Wir drehen um. Wir sind eben nach Süden. Das heißt, wir gehen jetzt in die andere Richtung nach Süden. Weil wir in einer Nordschleife hängen. Wir kommen von Süden und gehen nach Süden. Prost! Okay, also das ist so ein Standort für eine 30K-Runde, die man echt nicht haben möchte. Sonst bleibt ja nichts übrig, als bis zur nächsten großen Stadt zu fahren oder
Kreuzung. Es ist die Frage, in welche Richtung liegt die? Also, auf jeden Fall Richtung Richtung Süden, okay. Aber beide gehen Richtung... Also, die andere Straße geht da drüben parallel südlich. Was ich ausschließen kann, ist Brasilien. Das hätte rötere Erde, nicht? Zumindest an den meisten Stellen, die ich so kenne. Wir werden lange nicht mehr in Brasilien. Auch lange nicht mehr auf einer Insel. Gleiche Situation wie eben. Eine Schiene oder so wäre schon hilfreich. Ja, ich glaube, in beide Richtungen ist gleich gut, oder? Wobei oben wegen dem Restaurant angezeigt wurde. Oh, da kommt eine Kreuzung, oder? Oh ja, das könnte was sein. Oder war es nur eine Fata Morgana? Ein Wunschdenken, ein Wunschtraum am Horizont. Hier ist ein Fluss, der wahrscheinlich manchmal die Straße halb flutet. Das heißt, der ist auch nicht eingezeichnet. Es würde mir schon helfen, ob ich oben oder unten bin, aber es fühlt sich an, als ob wir direkt in die Wolken gedrückt wären, nicht? Also von der Perspektive, das ganze Bild sagt Atacama irgendwie. Wo war ein Atacama? Hier, nicht? Dass wir hier in irgendwie so, also genau in dieser, ah nee, und dann geht's nach Süden in beiden weiter, dass wir genau da sind. Ich glaube, wir sind da und das ist der Fluss hier. Aber ich sehe ja gar nicht mehr die Berge, nicht? Die hätte ich ja denn gesehen. Wir müssen noch an der flacheren Stelle sein, aber die Stelle ist schon nicht so verkehrt. Wir gehen in beide Richtungen nach Süden. Wahrscheinlich so ganz leicht so auseinander halt wieder. Also eigentlich passt das schon optimal. Nur von den Bergen nicht. Da ist auf jeden Fall zu viel Zeug. Aber wir sehen auch gar keine Berge. Also, wir müssten am höchsten Punkt sein, nicht? Hilft nichts, weiterfahren. Oh, meine Abfahrt. Wo auch immer sie hingeht. Tschüss, Abfahrt. Weil rechts ist nicht viel außer flache Erde. Ich meine, man kann nicht mal weit gucken, nicht? Ist alles so gedrungen.
Hier haben wir eine Straße. Scheiße, ich bin in die gleiche Richtung nach Süden. Kann das sein? Bei dem Schild bin ich schon vorbeigefahren. Kacke. Ah, das sieht alles so gleich aus. So eine Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, ob wir in die gleiche südliche Richtung fahren. Aber kann nicht sein. Das heißt, das Schild steht öfter da. Weil hier bin ich nicht dran vorbeigekommen vorher. Ah ja, okay. Hier steht wirklich öfter dieses Schild. Boah, das sah so ähnlich aus wie an der anderen Stelle. Ich meine, die andere Straße muss da vorne laufen. Kann nicht so weit weg sein. Wir sind halt in irgendeiner Farm drin hier. Hä, aber hier ist... Hä, wir sind... Scheiße, doch, ist die gleiche Straße. Sag mal, oder beide Richtungen führen auf die gleiche Straße. Dass das nur so eine Schlaufe ist und es gibt nur diese eine Straße. Das ist jetzt zugleich. Dann kann ich nämlich auch hier nach Süden weiterfahren. Dann spare ich mir jetzt 2 Kilometer. Ist da was? Sieht aus wie so eine Messstation oder sowas, nicht? Hier kommt eine Querstraße mal. Wow. Wow, Leben. Aber wir können nicht in die reinfahren, nicht? Oder? Nee. Das heißt, wir können auch das Schild nicht lesen. Schade. Oh. Er wollte mich gerade umdrehen. Tja. Oh, Überholverbot. Natürlich, ganz wichtig, hier kein Überholverbot zu haben. So, jetzt sind wir nochmal höher. Wieder so eine Art Messstation oder Friedhof? Hier ist einfach nix. Man kann nicht weit gucken. Mein Gott. Bin ich echt nachher gespannt, wie viel wir gefahren sind. Wahrscheinlich gar nicht so viel. Das wirkt wahrscheinlich mehr, aber wir machen, glaube ich, wirklich nicht so viele Meter pro Klick. Na, doch schon. Drück mal eine Weile weh. Meine Hand tut langsam weh vom Klicken. Oh, ein Schild. Mit was drauf? Guadagnado. Oh, das denke ich mir auch morgens, wenn ich aufstehe und nicht zur Arbeit will. Guadagnado. Wie ist dieser mexikanische Böse, der die Kinder holt? Capra Chupra oder sowas? Hier ist es der Dango Dongo. Oh! Das Schild könnte unsere Rettung sein. Lass Pass! Ja. Das wusste ich auch vorher schon, dass wir in der Region sind. Aber wir sind dann wahrscheinlich eher hier vielleicht sogar. Das könnte natürlich sein.
Vielleicht hier irgendwo. Okay, wir speichern mal die ab. Wir gehen nochmal zum Start. So, ich war der Meinung, ich bin vorher in die Richtung hier nach Süden gegangen. Aber anscheinend ja nicht. Wenn ich jetzt wieder an dem Restaurant vorbeikomme, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann laufen die Straßen irgendwann zusammen, ohne dass ich es mitkriege. Vom Startpunkt aus. Ich meine, gut, es gibt wenigstens kein Links und Rechts, das ist ja schon mal viel wert. Aber wir müssen es denn genau an der Schlaufe erkennen können. Hier lag nämlich das Abgestürzte. Genau, hier bin ich am Anfang in die Richtung gegangen. Dann führen die. Dann müssen die doch irgendwo sich gekreuzt haben, die Straßen. Wenn ich zweimal die gleichen Schilder in beiden Richtungen hatte. Stand da gerade was dran? Ich dachte, ich habe gerade ein Schild gesehen, aber ich sehe schon Gespenster wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht die halt wirklich ganz langsam so 2% Steigung neben der anderen einfach wieder zurück hoch. Das würde die gleiche Richtung halt erklären. Und jetzt sind wir bei diesem... Jetzt müsste hier gleich links dieses Telefonschild kommen, nicht? Aber kommt's nicht? Ist das eine Kreisstraße? Hier liegt auch schon wieder sowas. Da ist ein Schild? Nee, nur ein Eingangstor. Tja. Es wird nicht besser. Wir wissen nur, wir sind bei irgendeinem Las Paz. Aber Las Paz ist auch so ein Standardname, der irgendwie 80 Mal in jedem Land vorkommt. Hier ist wieder das Telefonschild. Und jetzt müsste gleich rechts kommen. Hier geht's zu dem Restaurant. Da vorne. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eine Straße nur. Dann weiß ich nur nicht, wie wir vom Startpunkt aus auf dieselbe Straße kommen. Ja, es ist dieselbe Straße. Das heißt, wir fahren immer wieder die gleiche Straße entlang gerade. Das heißt, unser Ausgangspunkt ist eine Schlaufe, der auf dieselbe Straße sofort drauf geht. Und ich krieg's nicht mit. An irgendeiner Stelle
laufen die wieder sofort zusammen. Entweder direkt am Start oder ich springe aus Versehen rüber. Hier geht's wieder zu dem Restaurant. Und ich glaube nicht, dass in einer Parallelstraße, die in die genau gleiche Richtung geht, das gleiche Schild hinter dem gleichen Übergang mit dem gleichen Telefonschild kommt. Aber dieses Rätsel lösen wir in der nächsten Folge.